Donald Trump hat mit der Nominierung von einigen Hardlinern nochmal ganz klar gemacht, in welche Richtung seine Politik gehen wird. Und die wird in Richtung Handelskrieg vor allem mit China gehen. Sie wird aber auch in Richtung Zölle gegen alle anderen gehen. Und das ist etwas, was jetzt die Märkte erstmal verdauen müssen. Man hat natürlich Trump schon ernst genommen, aber jetzt gerade die Auswahl von denjenigen, die hier an maßgeblicher Stelle sind, zeigt, das sind absolute Falken, absolute Hardliner gegen China, gegen Iran. Die sind absolute Pro-Israel. Das ist jetzt eine Konstellation, die wir uns mal anschauen werden, denn das hat verschiedene Implikationen. Gestern begann ja schon dieser Trump-Trade nochmal außerordentlich zu zünden. Bitcoin nach oben, Gold nach unten, Sektoren wie Consumer Discretionary nach oben, Finanzwerte nach oben, anderes nach unten, Energie zum Beispiel. Aber wir wollen uns, wie gesagt, die Dinge mal anschauen. Starten zunächst mal, was da gestern passiert ist, und zwar ist eben gestern wieder mal ein Stück wahrscheinlicher geworden, dass die Republikaner auch das Abgeordnetenhaus werden erobern können. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sorgt das dafür, dass die Inflationssorgen nach oben gehen. Die Deutsche Bank gestern mit dieser Aussage, also die Fed wird die Zinsen nicht unter 4% senken. Gestern deswegen der Dollar so massiv gestiegen. Und hier sehen wir das nochmal zu dieser Wahl oder respektive zu dem Zwischenergebnis, das wir bisher haben zum Abgeordnetenhaus. Und da führen die Republikaner mit 217 zu 209 ausgezählten Sitzen bisher, oder die Bezirke, die ausgezählt sind, offen sind noch 9. Also da müssten die Demokraten alles gewinnen, um das irgendwie noch zu drehen. Und es gibt übrigens eine Umfrage jetzt von einem den US-Demokraten nahestehenden Umfrageinstitut, die gefragt haben, ja, warum hat Harris denn nicht so mobilisieren können, die Wähler? Und ganz oben natürlich Inflation, also diese gestiegenen Preise, dann illegale Migration und auch ein Punkt, die Fokussierung von Harris auf solche Geschichten wie Transgender Issues, also diese Geschichten, die allermeisten Amerikaner nicht interessieren, die haben ganz andere Sorgen. Und dann hat man auch gesagt, naja, es ist so ähnlich wie Präsident Trump, was soll sich da an der Politik ändern? Außerdem dürfte sie weitere Migranten reinlassen und das hat gerade bei Latinos Stimmen gekostet. Also diese Kombination war es, die letztendlich die gute Kamala Harris nicht hat siegen lassen. Jetzt kommen wir aber mal zum Sieger und seinen Nominierungen, nämlich der gute Trump hat zwei Herrschaften nominiert, Marco Rubio als Secretary of State und Mike Walls, der ist praktisch National Security Advisor, also der oberste Sicherheitsberater, sehr wichtige Positionen, beides in den USA. Und das bedeutet absolut pro Israel, absolut hawkisch für Iran und China. Absolute Loyalisten in Sachen Trump, auch Venezuela, Kuba hat man eine sehr harte Haltung. Aber Rubio ist zum Beispiel pro NATO, während Walz die NATO kritisiert hat öfter. Also wir sehen, das wird jetzt eine spannende Geschichte, im Fokus aber vor allem China. Das ist der eigentliche Gegner und das hat Tim Walz jetzt auch nochmal ganz klar gemacht. Er hat gesagt, okay, wir sollten jetzt die Konflikte da in Europa und im Mittleren Osten beenden und uns dann der größeren Gefahr zuwenden, und das ist China. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass die Trump-Administration versuchen wird, jetzt eben diesen Ukraine-Krieg irgendwie einzufrieren. Macht vielleicht ja auch Sinn, macht sehr wahrscheinlich sogar Sinn, denn dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, eigentlich no chance. Das kann man irgendwie nur sich fortschleppen. Es wird nicht anders gehen, als dass eben die Ukraine, die Krim und dann eben weite Teile des Donbass eben zu Russland kommen. Das ist eine Anerkennung der Realitäten, die ohnehin nicht zu ändern sind. Aber es wäre gut, wenn dann nicht mehr so viele Menschen sterben. Aber dann eben richtet sich der Fokus sehr stark auf China. Das hat der Wall jetzt hier klar gemacht und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und die Chinesen reagieren oder die Finanzmärkte in China reagieren. Wir sehen den Hang Seng fällt unter 20.000 Punkte, 3% im Minus. Wir sehen Dollar-Yuan geht immer weiter nach oben, Iron Ore, also Eisenerze fällt in China, weil man eben sagt, naja, nicht gut, auch für die chinesische Wirtschaft, auch für die deutsche Wirtschaft wird das nicht gerade eine Zuckerschlecken werden, und Deutschland ist ja gerade nicht so wirklich in der guten Verfassung, wenn man heute Bayer-Zahlen bekommt, die waren ziemlich katastrophal. Also da sitzen wir mit den Chinesen in einem ähnlichen Boot.
Und jetzt eben die Frage, okay, diese Steuersenkungen und die Spending Cuts, was wird da passieren? Wir haben heute eine Menge Fed-Speaker, wir haben Waller, wir haben Barkin, wir haben Kashkari, wir haben Harker und so weiter und so fort. Also da bin ich gespannt, was die jetzt sagen, nachdem Paul ja sehr windelweich war. Aber die dürften sich natürlich Sorgen machen über die inflationären Aspekte. Und Trump wird eben eines angehen, ich hatte diese Grafik gestern Abend schon gezeigt, das Handelsbilanzdefizit nach unten zu kriegen, weil man eben durch diese Zölle erreichen will, dass mehr in den USA produziert wird. Aber du kannst in den USA eben nicht für diese Preise produzieren, wie eben in Mexiko zum Beispiel. Dementsprechend, wenn du als Firma keine andere Alternative mehr hast, dann musst du in den USA produzieren. Jetzt wird der Trump die Illegalen wahrscheinlich rausschmeißen. Das wird bedeuten, das Arbeitskraftreservoir wird sich verringern. Man kann sich zusammenzählen, was da passieren wird und ob Elon Musk eben wirklich in der Lage ist, dieses Budgetdefizit, also das Budget überhaupt der US-Regierung zu reduzieren. Das wollen wir dann mal sehen. Da gibt es sicherlich Einsparmöglichkeiten, gibt es Umschichtmöglichkeiten, die nicht unerheblich sind, aber auch Donald Trump wird über seine Verhältnisse leben. Das war auch in der ersten Amtszeit so und möglicherweise Inflation hervorrufen. Wir bekommen jetzt diese Woche Inflationsdaten, CPI wie auch PPI, also die Erzeugerpreise und die Kernrate bei den Inflationsdaten. CPI war ja zuletzt 3,3%. Das ist dann schon wieder ein bisschen ungemütlich hoch für die US-Notenbank. Und ohnehin, rechts dieser Charte zeigt, dass dieser kumulative Anstieg der Preise eben das große Problem ist, an dem dann auch Harris letztendlich gescheitert ist. Und viele sagen, ja, Krypto ist ein Inflationshedge. Und zuletzt ist das so gewesen ein Stück weit. Ethereum etwa hier verglichen mit den Two-Year-Swap. Also der Inflationserwartung, die in 2 Jahren, für die nächsten 2 Jahre diesen Zeitraum abbildet. Hier sehen wir einen relativen Gleichlauf. Und die Frage ist, was macht Öl? Normalerweise ist Öl dann auch in Sachen Inflationserwartung relativ kongruent. Wir sehen das normalerweise auch, wenn die Renditen steigen, Öl steigt. Jetzt haben wir steigende Renditen gesehen, also Kapitalmarktzinsen, aber Öl fällt. Das nur mal am Rande. Und wenn wir uns den Märkten zuwenden, meine Damen und Herren, sehen wir einen sehr, sehr starken Dollaranstieg. Wir sind TNX, das ist die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe. Und unten rechts sehen wir da S&P 500. Und da läuft irgendwie alles nach oben und normalerweise kann das nicht alles nach oben laufen, weil Geld wird teurer und das ist nochmal schlecht für die Märkte. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Märkte gestern gemacht haben. Und da sehen wir der S&P 500 im Plus, aber nur ganz busy. Nasdaq praktisch unverändert, Dow Jones war deutlich im Plus und vor allem schauen wir uns mal die Sektoren an. Da sehen wir Consumer Discretionary, da zählt Tesla dazu, Financials, Industrials, das sind die großen Gewinner. Dann aber Technology, Healthcare und Real Estate und Materials sind ganz unten. Wenn Sie rechts mal gucken, sehen Sie den SOX mit der 2,5% im Minus, also die Halbleiterwerte sind hier abgestraft worden. Gestern auch keine Nvidia Rally, sondern Nvidia schwächer. Und ich hatte das gestern schon gezeigt, aber es ist wichtig, diese Trends dürften sich jetzt erstmal fortsetzen, bis Trump dann im Amt ist. Hier sehen wir mal, seit der Wahl ist einiges passiert. Dogecoin etwa 95% gestiegen, Small Caps 7,8%, Dollar gestiegen. Was ist gefallen? Long-Term Treasuries, also die Renditen sind gestiegen, die Kurse gefallen. Internationale Aktien sind eher schwach. China ist schwach, Gold ist schwach, Öl ist schwach und Volatility ist schwach. Aber diese Dinge, die setzen sich normalerweise fort. Nämlich die Schwäche des Yuan etwa, auch die Goldschwäche dürfte sich erstmal fortsetzen. Wie gesagt, das ist wichtig hier, die Zeitperspektiven klar zu kriegen. Das ist eher kurzfristig. Das dürfte kurzfristig weitergehen. Mittel- bis langfristig macht es Sinn, Gold zu haben, macht es Sinn, den Dollar zu meiden. Denn da wird dieser Greenback dann ziemlich weichgeschossen werden, aus meiner Sicht. Weichgeschossen wird vielleicht auch Nvidia. Hier nochmal zu diesem Thema Chip-Werte, Halbleiter. Wir sehen, dass Nvidia jetzt fast so viel wert ist wie der gesamte Nikkei, also wie der gesamte japanische Aktienmarkt, wenn man so will, oder zumindest die größten japanischen Aktien. Da ist sehr viel Geld rausgeflossen jetzt aus Tech und das macht durchaus Sinn, wie wir hier sehen, bei Apple etwa bei Bewertungen, die himmelhoch sind. Und Apple produziert in China oder in Indien iPads oder iPhones oder eben die Macs und die muss man dann einführen in die USA und wird darauf Zölle zahlen. Jetzt wird der gute Tim Cook zu Trump gehen: Hey, wir haben uns doch so gut verstanden.
kriegen wir da nicht eine Ausnahme, aber normalerweise wird er das nicht machen können. Das heißt, wir haben hier, wenn Tim Cook in China noch produzieren lässt, mindestens Zölle von 60%, wenn das in Indien passiert, mindestens 10-20%. Das wird auf die Preise draufgeschlagen, sodass die Inflationserwartung in nächster Zeit wahrscheinlich sehr stark nach oben schießen wird. Und hier sehen wir, Gold geht nach unten, und normalerweise ist es ja gut, wenn die Inflationserwartung steigt, also wenn die Leute höhere Inflation erwarten für Gold. Jetzt erstmal nicht, weil der Dollar stark ist, weil man sich sagt, wow, jetzt werden andere Assets besser laufen wie Bitcoin. Das Asset jetzt oder Kryptos allgemein, haben wir gesehen, schießen ja durch die Decke. Da wird es bald eine sehr heftige Korrektur geben. Insgesamt Gold mit über 17 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung, noch weit vor Bitcoin, das um und bei so 1,7 Billionen ist und an Nummer 9 oder 10 ist, hat wahrscheinlich Silber jetzt überholt. Nvidia ist derzeit vorne. Und die vorne sind, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, ich glaube, dass die Probleme kriegen werden. Das ist meine Theorie der Dinge, die kann falsch sein, ebenso wie bei Gold. Wir haben eine der größten Bewegungen in den letzten 4 Tagen gesehen, aber wenn wir uns jetzt mal hier Gold anschauen, Inflation Adjusted, also inflationsbereinigt, dann sind wir immer noch nicht sehr weit entfernt von den Allzeithochs, und wir haben gestern das erste Mal unter dem 50-Tages-Durchschnitt geschlossen, seit langer Zeit. Das war bisher immer eine Kaufgelegenheit, so hier ein Twitter-Account. Ich würde mich da erstmal noch raushalten und gucken, ob wir dann auch mal was nach oben sehen, wenn man das jetzt unter Trading-Gesichtspunkten in der Hand hat. Wer Gold sozusagen als Versicherung hält, der muss sich eh ganz andere Fragen stellen. Und Fragen stellen sich auch institutionelle Investoren. Hier sehen wir mal Smart Money, Dump Money, also institutionelles Geld, privates Geld, das sich engagiert. Die Privaten sind euphorisch, die Institutionellen sind das nicht. Haben die Rallye verpasst und müssen jetzt rein? Oder sagen die sich, lass uns mal irgendwie ein bisschen was produzieren, was die Kurse nach unten bringt, dann müssen die Privaten verkaufen, weil wir wollen jetzt nicht von den Privaten, von den Privattradern teuer abkaufen. Das ist normalerweise nicht das Spiel, wie es an der Wall Street funktioniert. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht, denn die Wall Street unterschätzt erstens diesen Effekt auf amerikanische Firmen mit diesen Zöllen. Man glaubt, das betrifft irgendwie nur die Chinesen, gell? Dann sehen wir eben eine ganz andere Bewertung inzwischen an den Märkten als 2016. Ich hatte gestern hier von meinem Kollegen Wolfgang Müller das schon mal gezeigt. Die Schuldenlast, die Schuldensummen sind extrem. Die Renditen sind höher, die Steuersenkung wird geringer ausfallen, damals 35% auf 21%, jetzt 21% auf 15%. Also da ist ein bisschen Fülle-Euphorie jetzt drin. Man sieht erstmal die positiven Dinge, die negativen werden jetzt bald sichtbar werden, eben auch durch diese Nominierung der Hardliner. Und die negativen Dinge sichtbar sind schon in Germany. Hier mal letzte Woche Nummer 1, klare Nummer 1, Braunkohle vor Erdgas, dann Steinkohle, dann Biomasse, dann Wind Onshore, also die Energiewende in der Dunkelflaute sozusagen. Und Moorburg hier südlich der Elbe, da wird ja dieses Steinkohlekraftwerk, das mit Abstand das modernste war, emissionsärmste war, das wird jetzt ja sozusagen zerstört. Und hier ein Twitter-Account sagt, das erinnert so ein bisschen an Boko Haram, die ja auch Kunstwerke zerstört haben. Das ist natürlich jetzt kein Kunstwerk, aber die auch irgendwie so ein problematisches Verhältnis zu manchen Dingen haben. In diesem Sinne, so sagt er, sind die Grünen Boko Haram, also sozusagen von Woke und Haram. Ja, so ein bisschen religiöser Eifer ist da. Man hat das Gefühl, die Grünen wollen so alle Brücken abreißen, die uns noch in die fossilen Technologien nutzen lassen könnten. Hat so etwas religiös-messianisches, und wenn die Realität sich dann diesen messianischen Träumen nicht annähert, dann sind eben die Realitäten falsch und nicht die messianischen Träume. Das ist genau das große Problem, und genau das bringt auf den Punkt. Der ThyssenKrupp-Chef Miguel López, ein Spanier, meine Damen und Herren, und da muss ein Spanier hergehen, der sagt, also diese Energiewende, die macht gar keinen Sinn, die ihr hier macht, denn Solar wird sich in Deutschland niemals rechnen. Und anders als etwa in anderen Ländern, Norwegen, Schweden, sagt der USA, dort gibt es mehr Wasser, mehr Wind, mehr Platz für Offshore-Windparks. Diese Dinger, die brauchen ja so unfassbar viel Platz. Ich sehe nicht, wie grüne Energieerzeugung in der nötigen Größenordnung in Deutschland jemals zu wettbewerbsfähigen Preisen werden kann.
realisiert werden kann. Das ist auch von Miguel Lopez eine klare Ansage, Absage letztendlich an grünen Stahl, den er ja hier produzieren soll. Und jeder Penny, jeder Cent ist rausgeschmissen. Das ist pure Mathematik, sagt er, wenn Sie die Kosten von grünem Strom in Schweden, Norwegen, in Spanien oder in den USA mit hierzulande vergleichen und in die Zukunft projizieren, ist das Ergebnis immer dasselbe. Solar rechnet sich in Deutschland nicht, Wind werden wir bei uns nicht in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Also das ist ein Ausländer, wenn man so will, der in die deutsche Blase reinspricht und sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Wir sollten diese Stimme sehr ernst nehmen aus meiner Sicht und unsere messianische Sekte, so weit will ich vielleicht nicht gehen, aber die sind schon ein bisschen religiös, gerade wenn wir sehen, was kann Deutschland ändern. Wichtiger wäre es, jetzt Technologie zu entwickeln, massiv zu investieren in Forschung. Bei der Batterieforschung machen wir uns jetzt wieder alles kaputt, indem diese Mittel gestrichen werden. Man fasst sich an den Kopf, was hier los ist, aber es ist eben der Fall. Der Fall ist auch, dass Bitcoin gestiegen ist. Jetzt haben manche gesagt, ja, Hubmann, ich habe neulich ja über Krypto gesprochen und davon drei Kryptowährungen, die steigen könnten. Ich habe gesprochen davon, dass wir Bitcoin auf der Long-Seite gecallt haben und dann hieß es dann, ja, hier Bitcoin, du warst doch immer sehr kritisch zu Bitcoin. Ich bin nach wie vor zu kritisch zu Bitcoin, aber in unserem Börsenbrief, deren Link ich Ihnen unten nochmal runterpacke, da gehen wir Long und Short. Da sind wir nicht sozusagen irgendwie religiös motiviert. Die Bitcoinistas sind ja, wenn du Bitcoin nicht verstehst dann oder nicht an Bitcoin glaubst, dann hast du es nicht verstanden. Es ist dieser religiöse Impetus, der ist uns egal. Wir gehen long in Bitcoin, wenn uns der Chart das nahelegt. Wir gehen aber auch short in Bitcoin, wenn uns der Chart das nahelegt und die Signale uns das sagen. Also dementsprechend hier der Artikel und die Empfehlung, nochmal sich das anzuschauen. Da liegen wir richtig gut, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, wie die Dinge sich hier entwickelt haben in Sachen Performance. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, die Aktienmärkte, die Wall Street lässt die Trump-Trades abheben. Die Frage ist nur, wie lange noch? Also diese drei Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus und Ciao.